Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir mit der Dame da hinten eine Aufgabe gehabt. Da ging es um ganz viele Risse und das würde eigentlich noch weiterführen, aber das würde tatsächlich zu lange führen, weil wir sonst hier überhaupt nicht mehr rauskommen. Deswegen habe ich das Ganze ein bisschen abgekürzt, euch ein paar hilfreiche Tipps gegeben, wie ihr das Ganze einfach durchspielen könnt. Und ich möchte jetzt diese Quest, die irgendwie nicht verzeichnet ist, heute mit euch machen. Habt ihr mal einen Augenblick Zeit? Eine Freundin von mir, sie ist weggelaufen und ich fürchte das Schlimmste. Wer ist eure Freundin? Uliseta Grakok. Wir sind nicht wirklich Freunde, wohl eher Kollegen. Nun, vielleicht sind wir doch Freunde. Ich bin mir nicht sicher. Sie macht es einem nicht leicht. Jedenfalls ist das jetzt nicht wichtig. Wichtig ist, dass sie sich selbst in Gefahr gebracht hat. Wieder mal. Was für eine Art von Gefahr? Bitte verratet es keinem, aber ich glaube, dass sie einen Sichtstein aus dem Verrätergewölbe gestohlen hat, den man das Auge des Angedenkens nennt. Ich habe ihr gesagt, dass sie ihn zurücklegen soll. Der Reliktmeister war außer sich. Ich dachte, sie würde schon zur Vernunft kommen, aber dann ist sie nicht zum Frühstück erschienen. Oh, ich hoffe, dass der Reliktmeister sie jetzt nicht irgendwo eingesperrt hat, weil da er tot ist, wird er nicht mehr sagen können, wo das wäre. Nee, Schatz beiseite. In Ordnung, ich werde nach ihr im Zitschik-Gewölbe suchen. Ja, an die kann ich mich jetzt überhaupt nicht erinnern. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt mit der Main jemals gemacht habe, bin ich ganz ehrlich. Deswegen lasse ich mich jetzt mal ein bisschen leiten. Wir müssen hier wieder raus. Hallo? Und wenn ich das richtig gesehen habe, genau, hinten ins Gewölbe rein. Ach, dann sind das bestimmt die beiden Quests, die zu den Verliesen gehören, ja? Das ist natürlich super, weil das sind genau die zwei Quests, also ich glaube, diese beiden gelben Ausrufezeichen sind ein und dieselbe Quest. Sind genau die zwei Quests, die ich noch machen wollte, bevor ich halt eben diesen Bereich hier verlasse. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn der Bereich eh nicht so viele Quests hat, dann kann man die zwei auch noch eben machen, bevor man zum nächsten Bereich übergeht. Auch wenn sie halt eben nicht zur Hauptstory gehören. Ist nur schade, dass das jetzt so ein bisschen, naja, nach der, also eigentlich vor der Hauptstory spielt, weil wir wissen ja schon, was mit dem Ritenmeister passiert ist. Hallöchen. Was? Oh, Malakat sei Dank. Ich dachte, ihr wärt der Reliktmeister. Ich bin mir nicht sicher, was euch hier runterführt, aber ihr hättet zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Wie ihr seht, bin ich ein wenig eingeschränkt. Nein, der Reliktmeister ist leider gestorben. Sinusil hat mich geschickt, um euch zu finden. Was macht ihr in diesem Gewölbe? Ich erkunde es. Unsere Oberen sprechen nicht gern darüber. Und wenn sie es tun, nennen sie es das Verrätergewölbe. Meine Nachforschungen zufolge diente es als Rückzugsort für die begabtesten Schüler des Ordens. Doch dann ließ der Ritenmeister es ganz ohne Vorwarnung verrammeln. Warum will er nicht, dass jemand diesen Ort betritt? Gute Frage. Ich habe im großen Reliquiar diesen Erinnerungsstein gefunden. Man nennt ihn das Auge des Angedenkens. Wenn wir es in der Nähe der Bibliothekspodesti hier einsetzen, zeigt es uns womöglich, warum diese Ruinen versiegelt wurden. Ihr seht stärker aus als die meisten. Wie steht es? Geht ihr mir zur Hand? In Ordnung. Wenn ihr dann nicht in Gefahr geratet, was soll ich für euch tun? Was für ein Glück, auf dieser Insel voller Steifhälse noch eine andere Unruhestifterin zu finden. Es sollte in dieser Ruine verstreute Podeste geben, die dazu führen, dass das Auge sich aktiviert. Ich werde mittels einer auralen Projektion Kontakt zu euch aufnehmen, um euch Schritt für Schritt anzuleiten. Wer seid ihr denn überhaupt? Uliseta, ehemals vom Clan Kok. Die Psitschiker wollen, dass man seine alten Bindungen aufgibt, wisst ihr? So etwas soll sich nicht auf die Hingabe für die alten Wege auswirken. Wie lange seid ihr schon hier auf Arteum? Um die 350 Jahre. Vielleicht 10 Jahre mehr oder weniger. Ich weiß, was ihr denkt. Sie ist ganz schön munter für ihr Alter. Das lange Leben kommt mit den Roben. Die Psitschiker denken nicht, dass man in der gewöhnlichen Lebensspanne einer Ork viel lernen kann. Ihr sprecht über den Orden, als wärt ihr nicht Teil davon.
Semantik. Ich bin immer noch ein Lehrling, wisst ihr? Ich hätte mir meinen grauen Umhang schon vor einem Jahrhundert verdienen sollen. Doch ich bin zu sehr ein Störenfried. Ich komme einfach schlecht an bei den Meistern. Ich bin das, was sie eine Atmana nennen. Eine schlechte Zuhörerin. Dabei höre ich sehr viel besser als die meisten. Ihr sagtet, dass es hier Untote gibt? Ja, einen ganzen Haufen sogar. Vor allem Skelette. Ich habe versucht, sie zu bannen. Aber meine Meisterschaft der Wiederherstellung scheint dafür nicht auszureichen. Warum haben die Tzitschika sie nicht beseitigt? Das weiß ich ebenso wenig wie ihr. Wie ich schon sagte, der Ritenmeister hat alle ausgeschlossen, kurz nachdem wir uns in die Abgeschiedenheit zurückgezogen hatten. Es könnte etwas mit dem Wurmkönig zu tun haben. Der Wurmkönig? Manimarco. Ritenmeister Iachesis warf ihn raus, kurz bevor die Insel verschwand. Soweit ich gehört habe, hat er auf dem Festland für ganz schön Aufregung gesorgt. Was macht dieses Auge des Andenkens so besonders? Abgesehen von seinem extravaganten Namen? Ich bin mir nicht sicher. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass es mit altmerischen Runen bedeckt ist. Ich muss sie übersetzen, aber die meisten sind abgewetzt und unleserlich. Die einzigen Worte, die ich entschlüsseln kann, sind Reisen und Erinnerung. Wisst ihr überhaupt, wie es funktioniert? Natürlich. Ich würde doch nicht aufgrund eines Bauchgefühls den Zorn der Tzitschika riskieren. Anscheinend haben die Schüler hier das Auge ausgiebig studiert. Mit etwas Glück funktionieren einige der Kanalisierungspodeste noch. Ich schätze, wir werden sehen. Na gut. Basti, hinter dir ist eine D-Tratte. Wollte ich nur gesagt haben. So, wir müssen... Oh mein Gott. Wir müssen da die Treppen runter und dann geradeaus, oder wie? Ach, natürlich kann... Ach doch, ich kann doch abkürzen. Lalalalalala. Ach so, den brauchen wir. Okay. Machen wir hier doch irgendwas. Seht euch diesen Ort an. Wie habt ihr den Ritenmeister nur dazu gebracht, ihn für euch zu öffnen? Er erkannte unser überlegenes Können. Da ist es nur natürlich, dass er uns hier arbeiten lässt. Nun, es ist schon ein Privileg. Privileg? Das ist unser Recht, Vanus. Seid doch nicht immer so bescheiden. Oh, nicht schon wieder. Schauen wir uns noch ein wenig um. Abgeschieden? Große Höhlen? Ja, perfekt für meine Forschung. Okay. Hat mal mit Vanus zusammengearbeitet. Das war Manimarco und Vanus Galerion, der Anführer der Magiergilde. Ist das zu glauben? Das muss Manimarcos Laboratorium sein. Was war denn das gerade für eine Minimap? So. Was habt ihr getan? Das ist abstoßend. Oh, Vanus, dass ihr so schnell urteilt. Es ist doch nur ein kleines Puppenspiel. Nichts als ein bisschen arkaner Auftrieb und Geisterbann. Das war ein lebendes Geschöpf, Manimarco. Ihr nähert euch einer gefährlichen Grenze. Überschreitet sie nicht. Ihr klingt wie der Ritenmeister. Die einzigen Grenzen sind in eurem Verstand. Ich werde nicht... Bitte sucht euch ein anderes Forschungsfeld. In Ordnung? Oh, Vanus, ihr Narr! Ihr werdet wahre Macht nie verstehen. Okay. Müssen wir jetzt da rein? Sieht mir so aus. Wieso habe ich jetzt immer noch die Hand hier so? Hallo? Hallo? Ja, geiler Bug.
Okay. Ich hatte schon gehört, dass Vanus und Manimako Freunde waren, aber ihre Beziehung war wohl vielschichtig. Was werden wir sonst noch finden? Hallöchen. So, den musste ich jetzt mal eben machen. Ich weiß nur nicht genau. Komme ich jetzt hier zur Scherbe? Da Basti jetzt gerade nicht mitkommt, glaube ich, mache ich die mal lieber. Nee, ihr könnt gerne mal mitlaufen. Hier von mir aus auch. Hier ist keine Scherbe. Keine Scherbe. Hallo. Hier ist auch keine Scherbe. Komm, ich mache euch mal eben platt hier. Es nervt langsam. Das muss aber direkt hier drin sein. Ach, da oben. Ah, okay. Das heißt, theoretisch müssten wir... Was? Theoretisch müssten wir wieder zurück und dann da hoch. Und dann hier rum. Junge, ich habe keine Zeit gerade für dich. Nein, ich habe immer noch keine Zeit für dich. So. Müssen wir da rein erstmal. Mit der Scherbe bin ich mir jetzt gerade noch nicht sicher, wie wir jetzt da hinkommen. Ist es das, was mit unseren Klassenkameraden geschehen ist? Seid ihr krank? Krank? Werdet erwachsen, Vanus. Es gibt keinen krank und gesund, nur Macht und Schwäche. Ihr habt mich zum Narren gehalten. Wie konnte ich die Fäulnis in eurer Seele übersehen? Dafür werdet ihr büßen. Ich schwöre es. Und ihr, mein Freund, werdet für eure Kurzsichtigkeit büßen, wenn ich euch in allem übertreffe. Okay. Jetzt müssen wir wieder zurück. Ich hielt Manimako immer für verwirrt, fehlgeleitet. Anscheinend wusste er genau, was er tat. Erstaunlich. Findet das vierte Viviot Kass Podest. Oh Junge, du nervst mich jetzt gerade ganz schön. Ich bin hier gerade am Gucken. Versiegelte Halle. Ach so, hier. Oh. Ihr habt gepetzt, was? Ihr seid noch dümmer, als ich dachte. Ihr habt den Turm Zepora besudelt. Ihr seid schlimmer als ein Mörder. Erbärmlich. Meint ihr, Yachesis wird mich hier festhalten? Nein. Er wird mich einfach von der Insel verbannen. Das wird nicht reichen. Ihr seid ein Tier, Manimako. Ein Tier, das in einen Käfig gehört. Natürlich habt ihr recht. Und sobald ich das Festland erreiche, werde ich der Welt zeigen, wie recht ihr habt. Nun entschuldigt mich. Ich habe ein Ritual zu vollenden. Nun zu meinem Meisterwerk. Wenn Iachesis das Genie darin nicht erkennt, soll er verrotten wie der Rest. Diese Ereignisse führten also zu Manimakos Verbannung. Sehen wir uns weiter um. Machen wir. Kammer. Frage ist nur noch was. Jetzt mach, Mann. Ich dürfte euch setzen.
Jetzt zusammen! Nun, das überrascht mich. Trefft mich draußen. Wir haben viel zu bereden. Ja, aber wie ich jetzt da die Scherbe bekomme, bin ich ganz ehrlich, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich werde jetzt erstmal mich so hinstellen, dass man mich überhaupt sieht. Ich werde jetzt erstmal nach draußen gehen. Ich weiß nicht mal genau, auf welchem Wege. Und dann sehen wir uns gleich draußen vor der Tür wieder. Bis gleich. So. Willkommen zurück, Partnerin! Bei Malakat, was für eine Entdeckung! Wir haben die Geschichte des Gewölbes ergründet, von der Beziehung des Wurmkönigs zu Vanus Galerion erfahren und ihr habt sogar eines von Manimarcos widerlichen Experimenten vernichtet. Nicht schlecht für einen Tag Arbeit! Wir haben da womöglich an etwas sehr Gefährlichem gerührt. Wendet euch jetzt nicht gegen mich! Das Auge hat uns Einblicke in das Wirken von Manimarco erhaschen lassen. Mit der Zeit sind wir vielleicht in der Lage, mehr über ihn zu erfahren. Man soll seine Feinde kennen, stimmt's? Ich hoffe, ich kann darauf zählen, dass ihr all das hier geheim haltet. Hier ist ein bisschen etwas für eure Mühen. Ein bisschen etwas? Wir haben einen erfüllten Blitzstab erhalten. Das machen wir mal wieder, oder? Nein, so etwas werdet ihr nie wieder tun können, Oliseta. Ihr spioniert uns aus, hm? Oh, wie ihr Feiglinge erst Wissen versteckt und uns dann bestraft, wenn wir es finden. Ohne Admanar wie euch brauchten wir Dinge wie das von euch gestohlene Auge nicht zu verstecken. Kommt, Oliseta, eure Strafe wartet. Gut, ich will euch allen unbedingt sagen, was ich von euch halte. Ja. Das war's dann erstmal in der heutigen Folge. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und sehen in der nächsten Folge dann noch die Folge, die wir hier irgendwo auf dem Feld finden. Das müsste dann auch die letzte Folge hier für diesen Bereich sein. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.